Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Fusion ein Schnurlaufrad, das ist ein Rad mit einer Kerbe für eine Schnur, modellieren kannst. Du wirst einige neue Werkzeuge kennenlernen. Die wichtigsten sind in diesem Fall, wie wir mit dem Linienwerkzeug einen Grundkörper in der Skizze modellieren können. Und dabei werden wir uns auf die Abhängigkeiten konzentrieren, um zu sehen, wie wir den Körper dadurch sehr gut definieren können. Dann wirst du das Stutzenwerkzeug kennenlernen und beim Erstellen wirst du sehen, wie man mit dem Drehenwerkzeug einen drehsymmetrischen Körper erzeugen kann. Fangen wir an. Ich erstelle also nun hier eine neue Konstruktion. In diesem Fall brauchen wir keine Komponenten zu erstellen, denn es ist nur ein Körper in diesem Ganzen, in dieser Konstruktion. Ich fange also an mit einer neuen Skizze, wie üblich, hier auf dieser Ebene. Und nehme nun das Linienwerkzeug und skizziere hier die grobe Form, die ich haben will. Achte jetzt aber noch gar nicht darauf, dass die irgendwie gleichmäßig ist. Wichtig sind nur die Ecken und Abwinklungen sozusagen, denn den Rest machen wir jetzt gleich mit den Abhängigkeiten. Die erste Abhängigkeit, die wir gerne möchten, ist, dass diese Linie hier mit ihrem Mittelpunkt auf dem Ursprung liegen soll. Dann wähle ich also die Abhängigkeit Mittelpunkt. Wähle die Linie und dann den Ursprung und dann liegt diese Linie genau mit ihrem Mittelpunkt auf dem Ursprung und du siehst jetzt auch, dass die Linie schwarz geworden ist, das heißt, die ist jetzt eindeutig definiert. Dann gehen wir weiter und fügen mal einige rechte Winkel ein, das ist hier die Abhängigkeit lotrecht. Man sieht schon, dass Fusion hier schon lotrechte Formen erkannt hat. Und hier auch, und die machen wir jetzt aber noch ein bisschen, die erweitern wir jetzt noch ein bisschen. Diese beiden Linien sollen lotrecht sein, also rechtwinklig, diese beiden auch. Diese beiden. Und die ist jetzt schon überflüssig, denn die sind jetzt damit schon definiert. Das war jetzt also mal das Lotrechte. Nun wollen wir, dass diese Linie und diese Linie auf einer Linie liegen. Das ist die Abhängigkeit kolinear. Klicken wir also diese beiden an. Und nun können wir schon bemaßen. Diese Strecke hier soll 4 mm sein. Diese Strecke soll 3 mm sein. Diese Strecke soll 15 mm sein. Und hier hätten wir einen Millimeter und hier auch einen Millimeter. Und nun haben wir unsere grobe Profilform. Du siehst jetzt, dass alle Linien schwarz sind. Das heißt, dieses Objekt, diese Skizze ist komplett definiert. Es gibt keine Linien mehr, die nicht eindeutig festgelegt sind. Für unser Schnurlaufrad brauchen wir jetzt hier noch eine Kerbe. Die machen wir einfach durch einen Kreis. Den ziehe ich hier auf. Der soll 3 mm Durchmesser haben. Und du siehst wieder, ich versuche gar nicht, den jetzt gleich richtig zu platzieren. Das machen wir wieder mit den Abhängigkeiten. Und zwar sagen wir wieder, dass der Mittelpunkt dieses Kreises genau auf der Mitte dieser Linie liegen soll. Also wählen wir den Mittelpunkt als Abhängigkeit. Wählen diese Linie und den Punkt und schon rutscht der Kreis dahin. Er ist jetzt auch wieder schwarz geworden, das heißt, er ist damit auch eindeutig definiert. Und da das jetzt eine Kerbe werden soll, brauchen wir den Rest des Kreises hier nicht. Dann nehmen wir das Werkzeug Stutzen und damit können wir jegliche Linien entfernen, die wir damit anklicken. Also hier zum Beispiel siehst du, wird alles, was jetzt so dunkelrot ist, wird entfernt. So. Diese Linie brauchen wir auch nicht. Und jetzt haben wir da ein Profil. Du siehst, dass dieser Kreis jetzt hier blau geworden ist, obwohl er vorher ja schon schwarz, also voll definiert war. Das liegt daran, dass wir diese Linie jetzt rausgelöscht haben, deren Mittelpunkt wir ja als Abhängigkeit verwendet hatten. Dann ist diese Abhängigkeit also jetzt auch gelöscht worden. Wir können das jetzt entweder so lassen und einfach diesen Kreis nicht anfassen oder wir könnten eine Hilfskonstruktion machen, zum Beispiel eine weitere Linie, die wir hier auf dem Ursprung beginnen. Wir fahren also mit der Maus hier entlang und du siehst, dass dann das hier auf dem Ursprung einrastet und dann ziehen wir diese Linie hier rüber
und achten darauf, dass die auf dieser Linie liegt. Klicken einmal. Ich klicke die Linie an und wähle hier Linientyp Konstruktion. Das heißt, es soll keine Linie sein, mit der wir später etwas machen, sondern sie dient jetzt eben nur dem Konstruieren. Und jetzt ist hier wieder eine Linie und der Kreis ist wieder schwarz geworden, denn jetzt liegt der Mittelpunkt auf dieser Hilfslinie und damit haben wir wieder alles voll definiert. Solche Hilfslinien können also manchmal sehr nützlich sein, wenn man einfach einen Bezugspunkt für etwas braucht. So, jetzt ist das unser Profil, unsere Zeichnung und jetzt sage ich hier Skizze fertigstellen und wir wollen daraus jetzt ein Rad machen. Wir wählen also hier bei Erstellen drehen. Wir müssen ein Profil auswählen, das ist jetzt schon automatisch, weil das hier das einzige Profil ist in dieser Skizze. Und jetzt müssen wir als nächstes eine Achse auswählen, um die gedreht werden soll. Das ist jetzt in diesem Fall hier diese. Und standardmäßig dreht Fusion um 360 Grad. Und jetzt kannst du also schön sehen, wie aus unserem Profil diese Schnurlaufscheibe geworden ist. Es passt hier alles. Wir haben nach Richtung einer Seite gedreht, um 360 Grad. Es ist ein neuer Körper entstanden, das passt auch. Wir könnten auch sagen, wir wollen daraus eine neue Komponente machen, aber in dem Fall reicht ein Körper, denn es bleibt der einzige Körper in dieser Konstruktion. Und dann klicke ich OK und wir haben unsere Schnurlaufscheibe. Was jetzt noch fehlt, ist die Bohrung in der Mitte. Mache ich also noch eine Skizze auf dieser Fläche. Wieder einen Kreis. Er soll 4 mm Durchmesser haben. Ich wähle die Abhängigkeit konzentrisch. Dieser Kreis und dieser Kreis sollen konzentrisch sein, also den gleichen Mittelpunkt haben. Die Skizze fertigstellen. Mache eine Extrusion, wähle die Bohrung aus. Und wenn du dich erinnerst, war unsere ganze Dicke 4 mm. Dann haben wir hier auf beiden Seiten 1 mm abgezogen. Also sind jetzt noch in der Mitte 2 mm übrig. Wir müssen also 2 mm nach unten, also minus 2 mm. Und schon haben wir hier unsere Bohrung. Jetzt können wir vielleicht noch das Aussehen dieser Scheibe ein bisschen verschönern. Unter Ändern kann man die Darstellung ändern, hier mit Darstellung oder dem Shortcut A. Und wir könnten sagen, wir wollen das jetzt hier unter Farben. Hier gibt es Pulver beschichtet glatt. Das nehmen wir jetzt einfach mal in Blau. Wunderbar. Die verwendeten sind hier oben. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel. Dann mache ich hier einen Rechtsklick drauf und sage Bearbeiten. Und jetzt kann ich hier mit dieser Position auswählen, was für ein Blauton das werden soll. Den finde ich schön. Hier unten kann ich den Reflexionsgrad einstellen, also wie stark diese Oberfläche Licht reflektieren soll. Und jetzt sage ich OK und schließen. Und jetzt habe ich hier eine blaue Schnurlaufscheibe. So, dann wünsche ich viel Erfolg beim Ausprobieren. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht und viel Spaß beim Modellieren.